So, hallo, wir machen weiter bei Jump Janked Up Mario Party. Das letzte Mal sind wir bis zu Bowser's Castle vorgedrungen und haben jetzt aber entschlossen, erstmal die ganzen anderen Sachen zu machen, bevor wir dann das letzte Level spielen. Ich nehme an, dass es das letzte Level ist. Ich hoffe, es ist das letzte Level, sonst ist mein ganzer Plan futsch. Aber es heißt nur bei Bowser's Castle und das ist immer ganz gut zuletzt zu spielen. Deswegen machen wir jetzt erstmal die Star World. Mit Baseball Mountain fangen wir an. Ich habe nicht geguckt, von wem das Level ist. Jo. Okay. Da waren viele Symbole. Das nehmen wir alles nicht mit. So, Baseball Mountain. Wir werden wohl ganz viele Baseballfritzen da haben. Ja, Mensch. Wow, das ist nicht. Wer immer das gebaut hat, das ist nicht sein Ernst. Lol Yoshi. Das sieht furchtbar hässlich aus. Und ich bin zu blöd dafür. Ich weiß ja eigentlich, wie es geht. Dankeschön. Fisch, wehe, du stirbst mich, tötest mich. Oh, nee, noch mehr davon. Darf ich es nur nicht runterdrücken? Hilfe. Und rüber. Eieieiei. Können wir den? Oh Gott, ich probier's. Das werde ich bereuen. Das werde ich bereuen. Nee, ich probier's nicht. Er schießt nur zweimal. Das sollten wir durchkommen. Mann! Da gibt es ein Retry, okay. Das ist cool. Das war nicht so cool. So gut wie gerade eben komme ich da nie wieder durch. Das lief viel zu gut, alles. Wo wurde ich vorhin eigentlich getroffen? So, den hauen wir jetzt gleich mal weg. Der macht sonst Ärger da unten. Oh, da werde ich ungeduldig bei den Pflanzen. Die sind doof. Die Pflanzen sind doof und gemein und böse. Plonk. Den Hit bei den Pflanzen noch zu haben wäre. Oh Gott, das war jetzt richtig blöd. Da darf ich nicht spinjumpen. Ja. Den Hit behalten wäre echt gut. Vielleicht kriege ich es ja hin. Never mind. Super. Eieieiei. Plonk. So. Noch haben wir den Hit. Ach, das gibt's doch nicht. Ah, Mano. So. Dann halt wieder mit nur einem Hit. Also ohne Hit. Ah, ich wollte. Ich wollte da unten durch, so ein bisschen. Ich wollte gucken. Ich will da nicht. Ich will sehr ungerne warten müssen. Das wäre irgendwie nicht so cool, aber wahrscheinlich muss ich da warten. Super toll. Direkt erwischt. Oh, wow. Das war ein Fail-Try, den zählen wir einfach gar nicht. Super. Jetzt geht's wieder los.
Okay. Haben wir halt wieder nur einen Hit von mir aus. Ich kann damit leben. Hauptsache, ich komme immer nach hinten. Hinten ist schön. So. Zack. Ich könnte auch probieren, den hier zu machen. Perfekt. Oh Gott! Ja, jetzt ist es weg, einfach direkt beim ersten Mal. Was soll das denn? Da wäre es halt wirklich gut. Ich werde jetzt mein Ziel setzen. Meine Zielsetzung ist jetzt, mit dem Pilz dahin zu kommen. Man. Hat gut funktioniert. Ja, doch, doch. Hat echt gut funktioniert, muss ich schon sagen. Sag mal. So, können wir jetzt bitte einmal hier ohne Hit durchkommen? Das sieht gerade viel zu gut aus. Oh mein Gott, wir sind ohne Hit durchgekommen. Wow. Aber warum es das einen jetzt auf einen Schlag nach unten gedrückt hat, habe ich nicht verstanden. Also so wirklich gar nicht. Okay. Gut. Perfekt. Ah, du blödes Arschloch. Oh, wenigstens mit Waypoint. Alles gut. Natürlich. Nee. Oh Mann, da zwei Münzen. Einfach Deko oder... Ach, wie doof ist das denn jetzt? Ah, leck mich doch. Einfach durch, einfach durch? Okay, gerade so. Ah, das war eine blöde Stelle. Ja, du gehst bitte mal einfach runter. Toll, der wirft jetzt natürlich wieder. Zum Glück, ich glaube, durch das Scrolling habe ich verhindert, dass der andere noch wirft. Jo! Ich wollte gerade extra da hoch, damit ich safe bin. Und dann kommt er da bis da hoch. Was passiert hier? Fahren die los? Fallen die runter? Oder sowas? Ach, Scheibenkleister. Blöd, den Hit bräuchte ich hier. Hier komme ich, glaube ich, nicht so gut durch ohne Hit. Boah. Das ist eine miese Stelle, wenn ich den Pilz nicht habe oder nicht noch habe. Ach, fuck, Mann. Ups. Wow, das war smart. Nicht... Nein! Nicht gleich beim ersten Ball treffen lassen, Junge. Oh, was tust du denn? Soll ich denn hier durchkommen? Okay. Den darf ich einfach nicht anspringen. Oh, dann ist das viel einfacher. Okay. Ich habe nichts gesagt. Der war vorher irgendwie nicht da, der Cooper. Kann das sein? Bitte einfach nicht in die Richtung werfen, die ich gleich springe. Damit ich nur ihm hier ausweichen muss.
Dankeschön. So. Jetzt wäre es gut, wenn wir den behalten könnten, den Panzer. Fuck. Okay. Denn damit würde ich gerne hier... Fuck, Mann. Den Typ aus dem Weg räumen. Und da ist noch einer. Oh Gott! Mist. Also den ersten könnte ich erwischen damit. Aber der zweite wird ein Problem. Ach, das ist... Eieieiei. Okay, aber hier kommen wir jetzt durch. Das ist okay. Das ist überhaupt nicht so schlimm, wie ich es erst gedacht habe. Hey, Koopa! Dich hätte ich schon gerne hier. Ja, jetzt sind die anderen Fische weg. Ich will aber den Koopa hier haben. Fuck! Das wollte ich nicht. Denn der Koopa könnte mir wirklich da eine... Ah, und ich würde gerne mit Pilz durchkommen. Hilfe sein. Really? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee jetzt war. Koopa? Bist ein blödes Vieh, bist du. Wie kriege ich den Koopa hierher? Jetzt sind die weg. Vielleicht jetzt. Koopa? Ach Mann, warum? Danke. Und jetzt werde ich sterben. Wäre schön, wenn du immer auftauchen würdest, Freund. Wäre wirklich schön. So, du läufst einmal runter. Das war ungeil. Danke. Jetzt ist er wieder da. Jetzt schießen sie beide. Das war knapp. Das war richtig knapp. Dankeschön. Immerhin das hat funktioniert. Dankeschön. Sehr gut. So. Toll. Ach nee, komm. Jetzt haben wir es lang genug probiert. Aber ich hätte gerne meine Shell nochmal. So, ein Safe State und wir probieren aus, wie ich das am besten hier lösen kann. Ich wollte eigentlich scrollen. Können wir da irgendwie... Oh, Mann. Man könnte natürlich auch versuchen, über die Fische zu gehen. Aber ich glaube, dass... Wenn man einen guten Anfang findet, das wäre eher hier. Oh, das ist gar nicht mal so eine ungeile Idee. Doch, ungeil war schon richtig. Eine ungeile Idee. Das ist eine Idee, die doch geil ist. Das könnte sogar wirklich gut funktionieren. Also auch Safe Stateless, wenn man das ein bisschen lernt zu koordinieren, dann... Oh, das könnte hinhauen. Dann nehme ich den hier, dann nehme ich... Das kriegen wir hin. Und guckt euch mal an, wie viel da unten kommen. Ich glaube, das ist einfacher. Yep.
Okay. Okay, jetzt haben wir es natürlich mit Safe States wieder, mit Qs wieder gemacht, aber das war mir dann doch so lieber. Das waren ganz schön viele da unten, da möchte ich nicht durch. Okay, Warp, der führt uns dann wahrscheinlich in Welt 2. Oder so. Und der wiederum führt uns dann zu Disco Dance Party. Dazu gab es ein Video. Dann gucken wir uns doch mal das Level noch an. Halt, von wem ist das? Revek. Oh, was? Disco... What? Hä? Was passiert da oben? Hä? Ach, ich will klein sein, oder was? Wow. Dann lass mich doch einfach klein ins Level rein. Ihr habt doch die Möglichkeiten. Ich soll jetzt wirklich... Disco... Boah. Ohne Save States. Okay. Also zumindest denken sie sich das ja eigentlich. Konnte ich da runter? Da war doch was, oder? Ach, Stacheln. Ach, da ist ein Wett. Okay. Da kommt man wohl irgendwie anders hin. Ach so, das ist jetzt in jeder... Ach, er lässt mich klein in das Level. Ah. Aber nur, wenn ich Retry mache. Ach so, ja, wenn ich Retry mache, sowieso, klar. Wahrscheinlich haben sie es deswegen nicht gemacht. Keine Ahnung. Oh je. Okay, aber wie komme ich jetzt an den... Wie soll ich denn da... Da kommt wahrscheinlich irgendwann von oben der Disco-Panzer runter oder sowas. Ja, super. Da muss ich ein bisschen schneller sein. Jetzt ist er immer noch da. Ha. Alter. Ich sehe die Wolke. Ich will auf die Wolke. Dankeschön. Okay, aber da hoch bringt jetzt gerade gar nichts. Oh, das ohne Safe States. Nee, Freunde. Ich mache keine Disco-Panzer-Jumps ohne... Nein. Nein. Also, aber wirklich nicht. Das denn hier am blödsten? Oh, super. Aber ich werde jetzt natürlich nicht zwischendurch safe staten, sondern wirklich nur diesen Abschnitt. Aber ich spiele nicht dreimal bis zu der Stelle hin, was einfach nur Zeit kostet. Okay. Ich sollte einfach direkt drauf landen. Ich glaube, das wäre besser. Dankeschön. Wie komme ich jetzt da hoch? Ach, ihn hier werfen. Sehe ich jetzt erst, dass da keine Stacheln sind. Oh je. Oh, und wir sind ohne Safe States zurückgekommen. Ist es zu fassen. Jetzt muss ich da hochkommen. Okay. Ohne Qs meine ich natürlich. Und jetzt ist sie da unten. Und jetzt muss ich den Abschnitt... Ach du Schande. Boah, nee. Also das auch jetzt wieder ohne Safe States. Es geht halt, aber... Boah, ist das schon krass. So, und wo taucht jetzt die Tür auf? Ich habe keine Ahnung. Ich drücke einfach mal hier. Aha. Okay, immerhin den Rückweg darf man, muss man nicht mit Dings gehen. Das ist okay. Ach so. Ah, okay. Nein! Nein, was soll das denn? Die ist hier, um mich klein zu machen, nicht um hier schon zu sterben, bevor ich den Midway Point aktiviere. Ah. Okay.
Okay. Da wir ja eh gerade den Waypoint hatten, können wir da auch so nochmal durch. Ach, Alter. So geht's auch. Nein! Du bist doof, Ninji. Wie mache ich das denn hier am blödsten? Moment, ich muss das gar nicht. Doch, muss ich. Nevermind. Oh, ist das doof. Ich kill doch die Shell. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, ich kill doch die Shell, aber nein, tue ich. Ja, ich verstehe. Das wäre eigentlich passiert, wenn hier der Block nicht wäre. Dann wäre ich gerade voll runtergeknallt. Ach, natürlich. Nee, also sorry, da werde ich rewinden. Okay, brauche ich? Ich brauche die mit Sicherheit. Aua. Wir machen einfach mal hier einen. Wir können ja so abschnittsweise Save States machen. Natürlich nicht nur, keine Panik. Na super. Aber den hier würde ich doch dann nehmen. Vielleicht, wenn er hier durch ist. So, dann stresst man sich damit nicht rum. Immer so angenehm wie möglich machen. Warte, da ist gar kein Block drüber. Warum? Es ist finster. Ich will nicht, dass es finster ist. Hä? Aber da ist doch gar nichts. Da ist doch schwarz. Wieso? Wovon was werde ich denn da getroffen? Also, beziehungsweise... Was ist denn da im Weg? Da müsste ich doch durchkommen. Willst du mich verarschen? Ah, dann weiß ich jetzt auch, was in dem... Was in dem Video zu sehen ist. Ich hoffe, den brauche ich nicht noch. In dem Video ist bestimmt zu sehen, wie man da an die obere Disco-Shell rankommt. Also von gerade eben, bevor man den Midway-Point hatte. Das könnte ich mir vorstellen, dass das in dem Video ist. Aber was anderes könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Mist. Ich sehe, komm, ich sterbe gleich und dann lade ich den Safe natürlich wieder. Außer wir schaffen es. Das wäre schön. Ich würde es natürlich gerne ohne Safe schaffen, keine Frage. Wer würde das nicht? Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nichts wird. Weil das schon... Uiuiui. Go. Dann goen wir mal. Okay, mit Feders ist natürlich angenehmer. Oh je. Ah, fuck! So knapp. Da ist doch Ende. Da kommt doch jetzt... Ja, Warp. Natürlich. Fast. Fast. Also bis auf den einen Safestar in der Mitte und den anderen und den danach. Ging's eigentlich. Ei. Was stand da? Hups, ich habe nicht geguckt. Ach, Jump. Das Ziel ist das U. Chains of Atrophy wäre dann das nächste. Mit zwei Exits. Okay. Wisst ihr, was wir dann gerade mal machen, wenn wir eh schon hier stehen? Video gucken. Dann haben wir das auch gleich erledigt. Erledigt. Ups. Ab 35. Haben wir. Und... Oh, er startet auch am Anfang. Okay. Starten Videos immer mal? Ich weiß, das war das, was ich mich schon letztes Mal gefragt habe. Jetzt bin ich gespannt, ob er das ganze Level spielt oder den Puzzleteil. Ja, willst du mich verarschen?
Ja, break doch dein eigenes Level, du. Ja, dass das geht, ist mir auch bewusst. Ja, du willst mich doch verarschen. Also wow. Da hat er sich so einen schönen Puzzleteil da hinten ausgedacht und dann, wow. Was war das denn? Ich meine, wenn jetzt jemand vorher das Video guckt, dann weiß der doch gar nicht, dann sieht er das doch gar nicht. Dass da eigentlich, dann denkt er, ach, das ist so gedacht. Willst du mich veralbern? Das war... Das war komisch. Okay. 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 Ja, wow. Da hättest du das Ziel auch noch zeigen können. Ja, wow. Ja, also ich weiß auch nicht. Also das war jetzt, ich glaube, ihr merkt es, ich bin gerade ein wenig sprachlos. Nein, sprachlos bin ich nicht, ich rede sehr viel, aber nur wirres Zeug. Was war das denn? Warum? Warum zeigst du nicht dein Level, wie es gedacht ist? Ich dachte, dafür sind die Videos da. Na gut. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Wie gesagt, nächstes Mal Chains of Atrophy, das ist das Level, was zu... Ja, Welt 3 gehört, das passt schon von der Reihenfolge her, alles gut. Dann danke fürs Zugucken und tschüss!